Ja, ich glaube, dass wir zufrieden sein können. Natürlich haben wir am Anfang ein bisschen gebraucht, ist aber auch normal, wenn du ein neues Trainerteam hast, viele neue Spieler, dass es etwas Entwicklungszeit braucht. Aber man hat auch damals schon gesehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und jetzt haben wir auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und auch über die Art und Weise, glaube ich, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Viele Tore erzielt. Von daher sind wir schon zufrieden mit der Entwicklung. Ja, sicherlich nicht optimal, aber wir sind ja nicht die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die Spieler hat, die jetzt im Afrika-Cup abstellen muss. Und wir versuchen natürlich dann Lösungen zu finden. Und wir haben sehr, sehr viele Spieler bei uns im Kader, die auch dann die Spieler ersetzen können. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, und das kann ich jetzt nur für die Eintracht sprechen, dass wir eine sehr hohe Konstanz haben, gerade in den Führungsebenen, im Vorstand und im Aufsichtsrat, dass wir viele in den Positionen haben, die schon sehr, sehr lange auch an dem Club sind, die den Club kennen, und dass man immer auch weiß, wo man herkommt.